Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Timberborn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, also, wir sind dabei, viel Platz zu schaffen. Wir brauchen nämlich noch weitere Felder für unsere Eiche. Das Ding muss alles größer werden. Da sprengen wir hier eine ganze Menge. Wir wollen Platz für Wasser schaffen, deswegen sprengen wir hier ebenfalls richtig, richtig viel. Und an diese Geschichte hier habe ich eigentlich auch schon gedacht. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Nur hier können wir doch schon mal. Hinsetzen, was wir noch brauchen. Was ist denn hier eigentlich drin? Rohholz, Bretter. Na. So, schnappt euch die Bretter und die Rohhölzer. Bretter sind wir voll am Start. Nur Rohholz nicht. Das ist klar, weil wir zu viele Sägewerke haben, die am Start sind. Die haben das ganze Rohholz aufgebraucht. Aber mich stört nicht, dass wir am Lagerlimit sind. Ja, wir können mal vorspulen. Wieder diese Nacht. Da wünsche ich mir wirklich eine Mod. Also gibt es mit Sicherheit, aber ich habe einfach keine Lust, mich da einmal umzuschauen. Irgendeine Mod. Ah, und hier ist auch ein, sehe ich gerade, hier müssen wir dann noch dran denken, dass wir das einmal abreißen. Und allerschnellstens dann hier die Wege setzen. Die Steine setzen. Ah, guck mal, das läuft. Es ist wirklich komisch mit den Erdhaufen, dass die so begrenzt sind auf eine Baurichtung. Fällt schwer zu verstehen, warum. Können wir wegsprengen? Wir können wegsprengen und dann hier den Weg hier rüber hinsetzen. Das geht. Da oben kommen wir auch lang. Das machen wir in der nächsten Nacht. Haben wir hier jetzt? Ja, haben wir. Also, das hier, der Rest kann auch rausfließen. Das müsste komplett rausfließen können, ja. Warten wir noch kurz. So. Ein Träumchen. Das einzige Träumchen ist, hier ist ja jetzt noch Wasser drinne. Achso, stopp. Verdammt. Nee, ich war wieder zu spät. Nee, die sind nämlich schon auf dem Weg. Ich war zu spät. Das riskiere ich nicht. Dass mir da irgendeiner über den Jordan geht. Wobei wir hier ein bisschen tricksen können. Die lassen wir noch gerade durchlaufen. So, das machen wir weg. Dann muss der da langlaufen. Stopp. Damit haben die kein Interesse mehr, hier durchzulatschen. Und das bedeutet... Ah, Moment.
Das muss weg, aber hier fehlt noch einer. Den müssen wir noch... Bitte einmal mit Prio. Den müssen wir noch machen. Okay, Bretter sind halt alle voll. Verstehe ich. Das geht nur schwierig. Hier sind wir immer noch nicht. Sind wir immer noch nicht leer. Fertig. Meine Güte. Fertig. Und das ist aber fertig. Wunderbar. Das hier sehe ich noch nicht, dass wir das gerade abreißen. Da wird viel hin und her gelaufen. Gerade hier zu den ganzen Gebäuden. Und... wir haben auch noch nicht geklärt. Wie wird das Aquädukt aussehen? Schon tolle Sachen machen. Super unnötig, aber toll. Also man könnte zum Beispiel hier oben drauf was bauen, wo dann halt Wasser lang fließt und dann hier runterfällt. Wir müssen gucken, dass wir eigentlich einen Schütz brauchen. Ich hätte eigentlich gern einen Wasserfall, aber ein Wasserfall geht nicht. Und die Frage ist, bleiben wir jetzt bei der Höhe oder bleiben wir nicht bei der Höhe? Eigentlich bleiben wir nicht bei der Höhe. Ich würde gerne höher bauen. Ah, aber das hier. Das hier ist fertig. Müssen wir mal priorisieren. Es kommt wieder Holz rein, Rohholz, wie ich sehe. Das ist perfekt. Genau. Wie ich hier verfahre, das weiß ich nicht. Oh, das muss man einmal... Nee, das machen wir noch nicht weg. Da könnte sowieso keiner noch hin zum Bauen. Jetzt hätten wir hier natürlich noch eine schöne Treppe, sodass wir hier innen drin auch nochmal wegsprengen können, ne? Dann müssen wir nicht nochmal... Dann müssen wir nicht nochmal bauen. Mittlerweile ist das Game echt laggy geworden, das muss man schon sagen. Ich merke also Performance-Einbrüche.
So, ist sehr viel Dynamit, was sie brauchen. Aber bis jetzt noch über 2.000 im Lager. Auch hier unten ist ein Zwischenlager für Altmetall sehr sinnvoll. Aber wir müssen unbedingt... hier nochmal... dafür sorgen, dass hier entsprechend die Ebenen weg sind. Das können wir wegsprengen und dann können wir hier eine schöne, in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht genau wie, aber können wir eine Treppe, können wir eine schöne Treppe basteln. Wie das hier aussieht, das weiß ich noch nicht. So, also hier müssen wir aber gut gucken, dass wir nicht aus Versehen zu früh irgendwas wegsprengen. Zum Beispiel diese Ebenen hier, die müssen wir alle nochmal stehen lassen, die hier nicht. Die kann schon mal weg. Müssen wir wieder Prio setzen. Prio, 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 Prio. Okay, keine Arbeiter, die arbeitslos sind. Das ist Träumchen. Weil hier brauchen wir den Weg nach oben, damit wir dann, wenn wir das hier oben weggesprengt haben, hier nochmal eine Dreierreihe hinsetzen können. Geht das eigentlich? Kann man hier vor was hinsetzen? Oh ja, das geht. Oh, sehr gut. Weil ich habe mir sowas vorgestellt, dass wir, ich kann mal kurz anhalten, dass wir irgendwie sowas hinsetzen, dann so einen Überhang, so ein Zweier oder so. Weil ich hätte eigentlich gerne was, das ist schade, dass es das noch nicht gibt. So einen Überhang, den man an die Seite, an eine Wand ansetzen kann und nicht nur oben drauf. Das fände ich noch richtig nice. Das geht dann zum Beispiel vielleicht auch nur in Stein, aber nicht hier bei Deich oder sowas. Um da vielleicht nochmal eine Differenzierung zu schaffen. Okay, gucke mal hier. Ah, genau, da ist nur noch ein Wasser. Das bedeutet, den hier. Warum kann ich den nicht abreißen, weil auch oben drauf was ist? Ja, okay. So.
Müssen natürlich immer gucken, dass wir nicht alles priorisieren plötzlich. Dann ist natürlich auch Quatsch. Aber im Grunde ist das hier unten eigentlich immer eine niedrigere Prio. Deswegen können wir den anderen Stuff, glaube ich, dann schon priorisieren. Das hier. Genau. Das können wir einmal wegsprengen. Jo, da kommen sie. Okay, den können wir wieder pausieren. Der hat jetzt gerade aktuell nichts zu tun. Und die Bäume, die steigen wieder. Ja, jetzt sind wir sogar bei 800. Aber es könnte auch sein... Nee, hier sind noch die ganzen Sachen. Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht weil wir hier so viel abgerissen haben und das halt einfach noch zur Verfügung steht, aber dem ist nicht so. Hier hinten waren wir mal stehen geblieben. Das war diese Frage hier. So könnte man es bauen. Dann hatten wir aber das Problem. Die Lasten wieder hinzusetzen. Wenn wir jetzt nur mal so theoretisch das hier draußen wegmachen und die 1 reinversetzen, würde es dann gehen? Aber dann würde es von oben gehen. Ich komme nur nicht mehr nach oben. Ja. Ich komme nur nicht mehr nach oben, weil die Teile ja jetzt hier im Weg sind. Und die haben echt eine 3x3 Block, den sie in Anspruch nehmen. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit, dass wir das hier so machen und von unten, denn hier unten ist ja dann an der Stelle, Moment, wo sind sie hier? Wir machen dann sowas nochmal. Das würde gehen. Dann sind sie 1 rausversetzt. Wo sind wir? Hier sind wir. Dann wären sie 1 nach draußen versetzt. Also würden nicht genau hier entlang gehen, sondern, ja, wie gesagt, hätten dann nochmal so ein Stück mehr. Wäre auch okay. Dann hätten wir mehr Wind. Also mehr Windenergie. Und wir hätten nochmal die Energiespeicherzellen. Die Schwerkraftspeicher, die hätten wir auch noch. Ja. Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen, aber ich denke, das ist der richtige Weg.
Wenn ich unbedingt will, könnte ich hier... noch Zwischenlager oder sowas hinsetzen. Ne? So hier. Immer in Verlängerung zu den Wegen. Sowas könnte man machen, wenn es sich da irgendwie rausstellt, dass die deswegen immer so lange laufen müssen. Das Objekt ist zu weit von... Ah, okay, da sehe ich den Fehler. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht ganz sein. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier brauchen wir noch eine Sache. Und... hier, merke ich gerade. Jo. Ah, das hier ist mittlerweile auch zugebaut. Ja, nimmt ab. Kriege ich vielleicht das schon irgendwie... verbunden? Nee, noch nicht so richtig, ne? Sonst hätte ich den Turm vielleicht schon abgerissen. Also, energietechnisch, dann funktioniert schon der andere Turm, aber treppenhaustechnisch funktioniert noch nicht dieser Turm hier. Dieser hier, sondern nur der hier. Als einfache Zwischenlösung würde aber das hier funktionieren. Dann kann ich das hier abreißen, den Turm. Dann machen wir es nämlich einfacher. Dann mache ich gerade hier eine Sprengung. Dann lassen wir Wasser rauslaufen. Und dann können wir das einmal komplett austauschen. Also wegmachen. Und alles. Müssen dann nicht ewig warten, bis der... bis das Faulwasser hier verdunstet ist. Das hier sieht gut aus. So haben wir das. Alright, also, es ist
Es ist quasi alles gesät mit Dynamit. Es wird bombastisch. Es wird bombastisch. Meine lieben Freunde, ich sage vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.